Es gibt Verben, die auf usir, eser oder oser enden. Man kann auch usir, eser oder oser sagen. Das ist die Aussprache in Spanien mit diesem TH. Ich komme aus Peru. Meine Aussprache, sie ist aus Lateinamerika. Okay, aber was ist dann los mit diesen Verben, die auf usir, eser und oser enden? Die Besonderheit, okay, ist die Konjugation bei der ersten Person Singular, yo. Okay? Nehmen wir das Verb conocer oder conocer, kennen. Yo conozco oder conozco. Z, C, O. Und danach, dann wird ganz normal konjugiert. Das heißt, du conoces, él, ella, usted conoce, nosotros conocemos, etc., etc. Jetzt conducir. Conducir, Autofahren. Yo conduzco. Schau mal, wieder dieses Z, C, O. Danach ganz normal. Tú conduces, él, ella, usted conduce, etc., etc. Und jetzt noch ein Verb. Ofrecer oder ofrecer heißt anbieten. Yo ofrezco oder ofrezco. Wieder dieses Z, C, O. Und danach ganz normal konjugiert. Tú ofreces, él, ella, usted ofrece, etc., etc. Merkt ihr, das ist die Konjugation bei den Verben, die auf usir, eser oder oser enden.